Die Firma MCO Plus hat mir für dieses Video das Mikrofon VMD02 zur Verfügung gestellt. Damit ihr euch selbst ein Bild von diesem Mikrofon machen könnt, ist das ganze Video jetzt aufgenommen mit diesem Mikrofon. Aktuell kostet das Mikrofon nur 25 Euro bei Amazon. Für diesen Preis kann sich der Lieferumfang sehen lassen. Es ist ein Schaumstoffpüschel dabei, es ist ein Windschutz dabei, zwei Klinkekabel, das Mikrofon selbst natürlich und die Halterung, die besitzt einen Cold-Shoe-Adapter und kann gleichzeitig mit einer 1/4 Zoll Schraube befestigt werden. Der Hersteller wirbt damit, dass die Halterung sich um 360 Grad drehen kann. Das klingt auf den ersten Blick überzeugend, ist es aber nicht, denn hinten ist ja immer noch ein Kabel dran und spätestens da beginnt dann der Kabelsalat beim Drehen. Die Halterung des Mikrofons selbst sieht zwar aus wie ein Schockmount, ist aber eigentlich gar kein Schockmount, dafür ist das Plastik viel zu starr. Erschütterungen werden auf das Mikrofon nach wie vor übertragen. Kommen wir mal zur Soundqualität. Und die könnt ihr im Prinzip selber beurteilen, denn ihr hört die ganze Zeit ja schon die Aufnahme von dem Mikrofon. Während ich jetzt einspreche, habe ich extra mal keine optimale Einsprechposition gewählt. Einfach deshalb, weil das Mikrofon ja genau für Situationen gedacht ist, wo es zum Beispiel auf die Kamera montiert ist oder aufs Handy montiert ist. Das heißt, man hat in den seltensten Fällen eine optimale Ausrichtung, wenn man es starr auf der Kamera oder eben auf dem Handy montiert hat. Und auch in so einer Situation muss es ja noch gute Aufnahmen machen können. Die Frage, die sich ja letztendlich stellt, ist, lohnt sich jetzt so ein Ding zu kaufen für 25 Euro, um damit den Sound von meinem Smartphone zum Beispiel beim Filmen zu verbessern? Das könnt ihr im Grunde selber beurteilen, denn jetzt hört ihr mich über mein Smartphone so eine Armlänge ungefähr von mir weg, so wie ich jetzt auch die ganze Zeit das andere Mikrofon, das VMD02, getestet habe. So, jetzt hört ihr mich über das Zoom H1N, meinen mobilen Audiorekorder, ja, der so um die 90 Euro kostet. Auch in dieser Aufnahme bin ich wieder so eine Armlänge vom Mikrofon entfernt, so wie es jetzt bei den anderen Aufnahmen ebenfalls war. Was ist jetzt also mein Fazit zu dem Mikrofon? Jetzt habe ich es mal in der optimalen Ausrichtung bei mir stehen, also nicht mehr die Armlänge entfernt. Also ich war insgesamt positiv überrascht. Für 25 Euro kann man wirklich nicht mehr erwarten. Dadurch, dass zwei Kabel dabei sind, also eins mit einem TRRS-Anschluss für Handys und halt ein normaler Klinkeanschluss, wo ich es dann halt am Ende an die Kamera anschließen kann. Da Smartphones und Kameras in der Regel keine guten eingebauten Mikrofone haben, kann das durchaus einen Mehrwert darstellen. Wer professionell filmt und eine teure Kamera hat, dem würde ich eher zu einem Zoom H1N einfach raten. Den kann man einfach batteriebetrieben oben drauf klipsen und kann unabhängig die Audiospur aufnehmen. Da brauche ich auch kein Kabel zu. Gerade für Aufnahmen mit dem Handy eignet sich das Gerät aber durchaus, denn dann hat man einfach nur dieses kleine Täschlein dabei und kann das eben schnell ans Handy anschließen und damit seine Aufnahmen machen und hat eine akzeptable Tonqualität. Vor allem der kleine Formfaktor macht es dafür dann wieder interessant.